Heute zeige ich euch, wie man eine leckere Pizza mit dem Hefewasser macht. Und dazu habe ich ein italienisches Mehl verwendet, das mit dem Typ 00. Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Schaut euch einmal diese köstliche Pizza an. Sie wird mit dem berühmten italienischen Mehl Typ 00 gemacht. Doppio Zero wird es ja auch dann tatsächlich genannt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Zuerst einmal gebe ich das Mehl in eine große Schüssel und füge dann das Salz hinzu. Die genaue Rezeptangabe, genauso wie eine Beschreibung, findet ihr unter diesem Video, zusammen mit einigen ganz interessanten Links, die euch bestimmt interessieren werden. Weiter hinzu kommt jetzt die Zauberzutat, um die sich alles hier auf diesem Kanal dreht, das Hefewasser. Alles hierzu, wenn ihr neu seid oder noch nicht alles darüber wisst, verlinke ich euch oben unter dem i, dann erfahrt ihr alles nochmal dazu. Ein paar Rezepte packe ich auch noch hinzu, dann habt ihr wirklich das Rundum-Wohlfühlpaket und könnt euch das mal alles in Ruhe anschauen. Denn mit Hefewasser zu backen macht wirklich viel Spaß, ist viel gesünder und so lecker. Zu meinem Teig kommt jetzt noch das Wasser. Ich habe also 200 ml Hefewasser genommen und 450 ml Wasser. Das ist normales Leitungswasser. Ich nehme immer kaltes. Es reicht aber auch, wenn es ein bisschen temperiert ist. Dann habe ich hier schon 10 Gramm Olivenöl genommen und dann kann das Ganze in der Küchenmaschine schön geschmeidig geknetet werden. Und nachdem der Teig Zeit hatte, einen halben Tag zu gehen, sieht das Ganze so aus. Guck mal da, da sind schon mal Luftblasen. Die Hefe hat wirklich toll gearbeitet. Ich habe den Teig warm stehen lassen bei Zimmertemperatur und ich decke ihn dann immer mit einer Folie ab, damit er nicht austrocknet. Und falls ihr das noch nie gemacht habt, gebt dem Teig einfach Zeit, die er benötigt zum Aufgehen. Meistens ist dies nach einem halben Tag der Fall. Manchmal braucht man ein bisschen länger, bis zu einem Tag. Bei mir war das nach einem halben Tag der Fall und ich habe ihn dann nochmal in den Kühlschrank gestellt für einen halben Tag, weil ich noch keine Zeit hatte, ihn zu verarbeiten. Den Teig hatte ich dann erst einmal nur kurz ein bisschen rund gewirkt und teile ihn dann in 4 einigermaßen gleich große Stücke. Und jetzt zeige ich euch 2 Varianten zum Ausrollen. Die erste ist, wie ihr die wahrscheinlich kennt und bisher gewohnt wart. Das heißt, ihr bemehlt die Arbeitsfläche gleich ein bisschen und rollt es mit dem Nudelholz aus. Und jeder Pizzabäcker auf dieser Welt schlägt da die Hände über den Kopf zusammen und sagt, nein, das geht auf gar keinen Fall, das kann man so nicht machen. Das stimmt, wir machen es aber jetzt der Einfachheit halber und weil wir es so gewohnt sind. Und natürlich könnt ihr eure Pizza mit dem gleichen Rezept mit ganz normalem Weizen oder zum Beispiel auch mit Dinkelmehl machen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, an diesem speziellen Mehl ranzukommen, probiert es wirklich aus. Der Geschmack ist komplett ein anderer. Ich habe euch ja schon mal die Pizzabrötchen gezeigt mit diesem Mehl. Verlinke ich euch auch nochmal oben. Das ist wirklich ein kompletter anderer Geschmack und es schmeckt wirklich wie aus der Pizzeria nebenan. Unheimlich lecker, ganz toll und ich bin gespannt, wie es euch gelingt. Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren, da bin ich sehr gespannt drauf. Und vielleicht habt ihr das ja sogar schon mal ausprobiert, mit diesem Mehl zu backen. So, ich rolle das einigermaßen dünn auf und das geht dann direkt auf ein Blech mit einem Backpapier. Und dann habe ich immer noch eine eigene Soße, die ich da immer drüber gebe, über unsere Pizzen. Und zwar nehme ich da immer eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, Oregano, Salz, Pfeffer und passierte Tomaten. Manchmal kommt da auch Tomatenmark mit ein bisschen Wasser hinzu, je nachdem. Das lasse ich richtig lange einköcheln und dann püriere ich das. Und diese Soße kann man auch portionsweise einfrieren. Dann hat man immer noch mal was auf Vorrat und für Spaghetti und Nudeln eignet sich die Soße natürlich auch. So, das Ganze gebe ich jetzt hier hin. Ihr könnt es sehen, sieht wirklich fantastisch aus und schmeckt auch wirklich so. Und heute lasse ich die Pizza ganz einfach. Das heißt, typisch neapolitanisch, möchte ich sagen. Das heißt, ein bisschen Rand wird gelassen, da kommt die Soße drauf und dann habe ich hier einfach noch mal ein bisschen Mozzarella. Ihr könnt selbstverständlich auch Büffelmozzarella verwenden. Ich persönlich finde den für eine Pizza ein bisschen zu schade. Und das Ganze geht dann in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze hinein. Und jetzt zeige ich euch die Variante, wie das dann der richtige Pizzabäcker machen würde. Als erstes sorge ich dafür, dass ein bisschen Spannung auf den Teig erzeugt wird. Das mache ich, indem ich von außen nach innen einmal den Teig falte.
und dann habe ich erst einmal meine schöne Kugel. Der Teig mit diesem Tipu Null Mehl, also Doppio Zero, ist wirklich toll zu verarbeiten. Das macht unheimlich viel Spaß. Guckt aber beim Ausrollen bzw. beim Pizzaherstellen, dass ihr einfach immer ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche habt. Dann gelingt euch das auch ein bisschen leichter. So, jetzt können wir auch langsam mit dem Rundwirken starten. Das klappt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, immer ein bisschen Mehl mit dabei haben. Und ja, ich weiß, liebe Pizzabäcker, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich finde, fürs erste Mal war ich schon sehr stolz. So, wieder ein bisschen Mehl. Seid vorsichtig, denn innen soll sie schön dünn und außen ein bisschen dicker werden. Und dieses Mehl, ich sag euch, das ist wirklich fantastisch. Geht aber, wie gesagt, auch mit jedem anderen Weizen- oder Dinkelmehl. So, wenn die gewünschte Dicke erreicht ist, gebt auch ihr dieses hier auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und könnt es dann nach euren Wünschen belegen. Und die eignet sich auch perfekt zur Vorratshaltung wie der normalen Pizza. Das heißt, ihr belegt die schon komplett und könnt sie dann einfrieren. Wenn ihr sie aber ungebacken einfriert, geht sie später nicht so schön auf. Daher am besten schon vorgebacken einfrieren. Und guckt euch das mal an. Bei Ober- und Unterhitze, ganz heiß gebacken, kommt dieses leckere Ergebnis dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es euch gelingen wird. Sie war auf jeden Fall richtig köstlich. Bei uns gibt es die Pizza nicht mehr ohne dieses Mehl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Liebe Grüße, eure Emma.